Transfer im Auftrag von Epifan. Grüße. Ihr möchtet etwas bestellen? Sehr gerne. Ich tue euch gerade mit dem Kundendienst verbinden. Kleinen Moment. Daniel, wir sind hier in eurer Telefonzentrale bei Transfer. Ihr dürft ja auch für uns, für die Epifan, Telefon abnehmen. Wann kommen die Telefone zu euch? Also zuerst probiert wahrscheinlich ja irgendwie die Zentrale oder probiert man bei uns anzuläuten und er, wie der es nicht mehr geht oder nicht mehr abnehmen kann, kommt es zu euch. Es ist so, wie du gesagt hast, wir machen den Überlauf für die Epifarm. Das heisst, wenn alle Linien besetzt sind, dann kommt das zu uns. Und wir sind hier vom 8. bis 12. durchgehend. Ist immer Personal da, das Telefon abnimmt. Und wieder vom 1 bis 5. Wir hören die Kundenanliegen mal anhören, das aufnehmen und nachher an Kundendienst von Epifarm oder Medizin weiterleiten. Also in dem Alter hat wahrscheinlich irgendwie so wie ein Formular oder so, gell, wo ihr einfach wie Punkte abfragt oder so, damit ihr dann auch entscheiden könnt, wann das müsst weiterleiten, ob es eher Medizin ist oder eben an unsere Administration. Ja, wir haben verschiedene Hilfsmittel, wo wir hier den Steller haben. Das ist wie eine Checkliste, die uns sagt, in welcher Situation wir Kundendienste avisieren oder eben die Wissenschaft, wenn es um ein Medikament geht. Und jetzt auch der Telefondienst hat heute für die Epifarm. Ist er an diesem Tag nur für die Epifarm oder wechselt er so? Macht er einen halben Tag Epifarm und einen halben Tag vielleicht für eine andere Firma? Oder wie ist das genau aufgeteilt bei euch? Ja, da bei uns die meisten Mitarbeitenden halbtag arbeiten, also 50%. Ist dann die Person zum Beispiel den ganzen Vormittag am Telefon und macht nebenbei Aufträge. Das kann man sehr gut machen, wie man sieht. Mit dem Headset kann man sich hier gut bewegen im Büro. Und am Nachmittag ist dann nachher eine andere Person. Du hast gesagt, ihr habt hier Aufträge, die ihr noch nebendran erledigt. Was habt ihr dort genau für Sachen, die ihr macht? Da wir in der Administration sind, haben wir eigentlich viele Datenerfassungen von verschiedenen Kunden, wo wir Personendaten erfassen, Kundendaten oder zum Beispiel Dokumente digitalisieren, Kopien machen, Schriftstücke erstellen. Also das ist dort sehr vielfältig. Manchmal schon, so wie heute gerade, auch manuelle Sachen, ganz kleine, das ist bei uns auch immer wieder ein Thema. Wir machen sehr viele Aufträge für das Spital hier, das Spital Thun, erledigen. Das sind auch wieder viele Drucksachen. Also sie wollen zum Beispiel Broschüren, Patientenbroschüren, die wir hier drucken oder neu gestalten. Also das ist auch dort sehr vielseitig. Für Kunden Rechnungen vorbereiten und so, dass sie es dann fakturieren können. Wie ist das eben mit dem Telefon? Das ist ja auch, stellen wir vor, sehr unterschiedlich. Da gibt es auch einen Tag, wo viel kommen und dann gibt es andere Tage, wo es relativ ruhig ist. Das ist ja so, also sehr unterschiedlich. Es gibt Tage, wo wir am ersten halben Tag, am Vormittag zum Beispiel 10, 15 Telefone haben oder dann nur 2. Also das ist sehr unterschiedlich. Aber wir freuen uns natürlich immer wieder, können den Dienst zu machen. Und wie gesehen, wir haben nebenbei immer Arbeit, wenn es vielleicht ein bisschen weniger Telefon kommen oder Kundenanfragen. Und wie ist das, also wenn ein Kunde von uns anruft in die Epifarm und er kommt eben in den Überlauf, weil bei uns niemand mehr das Telefon abnehmen und jemand von euch nimmt ab, merkt der Kunde etwas, dass er nicht direkt bei Epifarm ist? Also sagt ihr das oder wie geht das genau? In Absprache mit der Geschäftsleitung von Epifarm melden wir uns mit der Stiftung Transfer im Auftrag von Epifarm. Und dann ist das meistens schon ein Hilfekund, weil sie schon gemerkt haben, dass sie nicht direkt im Kundendienst sind. Es ist einfach so viel angenehmer für den Kunden und dass er auch weiss, er wird schon zur richtigen Ort weitergeholt oder kommt zu seinen Antworten auf die Fragen, die er hat.
Und gleichzeitig ist dem Kunden auch klar, dass er jetzt auch hier nicht kann, seine medizinische Frage schon stellen kann oder direkt vielleicht etwas kann bestellen kann. Durch das, dass ihr euch eben auch als Stiftung Transfer eigentlich meldet. Ja, das ist richtig. Und wir tun natürlich den Kunden wirklich ausreden. Wir tun ihn nicht einfach unterbrechen, sondern tun ihm dann nachher erklären, dass wir Telefon triagieren, Kundendienst oder eben Wissenschaft. Und meistens, wenn wir ja nicht jemanden von euch erwünschen im Geschäft, machen wir ja Telefonnotizen und wir tun das immer wirklich so gut erklären. Und meistens ist das okay für den Kunden.